Hi Leute, ja, die nächste Vegan Box ist da, also die vom April jetzt. Und wollte ich euch mal sagen, einige haben mir geschrieben, dass dass das Video ganz schön lang geworden ist und dass es andere YouTuber gibt, die das in 5 Minuten schaffen oder so ähnlich. Und ich glaube, mein erstes Unboxing-Video von der Vegan Box war auch wirklich 5 Minuten. Da habe ich aber auch nichts anderes gemacht, als wirklich alle Sachen rausgeholt, kurz gezeigt, gesagt, ah, das ist das und das und hingestellt. Und ich finde, ja, wenn das nicht ausführlich ist, dann kann man sich das Ganze eigentlich auch schenken, denke ich zumindest. Auch wenn ich das jetzt nicht probiere und so weiter, dann weiß ich nicht, dann hat das ja auch irgendwie keinen Sinn. Dann kann man ja auch einfach einfach bei Facebook hinschreiben, was alles in der Wegebox drin war. Ja, das wäre dann auf jeden Fall schneller. Also hoffe ich einfach, dass ihr euch ein bisschen Zeit nehmt, wenn ihr das Video anschauen wollt. Und ich nehme mir auch Zeit und achte da einfach nicht mehr so doll drauf, dass ich das, ja, besonders schnell runterwasche. Okay, genug gequatscht, los geht's. Ja, frohe Ostern steht hier schon unten drauf. Also wahrscheinlich wird es auch ein bisschen Osterthema sein. Ah ja, hier ist schon mal ein riesiges Osterbrot drin. Das ist ja schon mal der Hammer. Weizenmehl, Sultanin, pflanzliche Margarine, Sojamilch. Ja, sehr geil. So ein Riesenteil in der Box drin. Osterbrot. Vegan. Klassisches Osterbrot aus lockerem Hefeteig mit erlesenen Zutaten, mit Sultanin und Mandeln verfeinert. Saftig und lecker, frisch aus der Backstube. Von echter Meisterhand zubereitet und gebacken. Keine industrielle Großfertigung. Sehr lecker mit Marmelade oder veganer Schokoladencreme. Das sind 500 Gramm für 4,99 und ja, was soll ich sagen, obergeil, einfach nur so ein riesen fettes Teil. Ich glaube, ich werde mal eine Scheibe davon probieren, einfach so, ja. Oh, sehr lecker. Und da freue ich mich riesig drüber. Ja. Vielleicht backe ich auch noch selber eins. Mal gucken. Das ist ja noch ein bisschen. Zu Ostern ist es schon noch ein bisschen hin. Wahrscheinlich werden wir das vorher schon aufgegessen haben. Aber super lecker. So, dann haben wir hier von Sonnentor Gewürzblüten. Probier mal. Das ist eine Gewürzmischung. Salat-Kräutermischung. Nee, das sind die ganz anderen Gewürzmischungen, die sie noch haben. Ach, 10 verschiedene. Ach so. Ich lese es mal vor. Sonnentor. Gewürzblüten, probier mal. Bio, vegan, glutenfrei. 10 unvergleichbare und farbenfrohe Gewürzmischungen im praktischen Portionsbeutel. Gönn dir eine Prise Sonne für jeden Tag. Gewürze tragen zu einem der schönsten Dinge bei, die das Leben bietet, dem Genuss. Begebe dich mit dem Gewürz, probier mal auf eine Genusserlebnisreise und lerne die Vielfalt der Gewürze kennen. Eine kleine Gewürzfibel für jeden Tag. Ich habe gerade schon überlegt, wie ich das vielleicht mal in einem Testvideo einbaue. Vielleicht irgendwie 10 verschiedene Backkartoffeln oder so ähnlich mit jeweils einer Gewürzmischung gewürzt. Also wir haben hier Provence, Kräutermischung, Glücks, Gewürzblütenzubereitung, Scharfmacher, Gewürzblütenmischung, Sonnenkuss, Schutzengel, gute Laune, alles Liebe, Fischgewürz, Zutaten Fisch, nein, Thymian, Petersilie, Basilikum, Gelbsenf, Liebstöckel, Lemongrass, Kornblumen. Ja gut, kann man ja auch für alles andere verwenden. Flower Power, alles im Grün. Ich lese jetzt glaube ich nicht alle Zutaten vor, das würde jetzt, ist jetzt ein bisschen viel. Aber finde ich schon eine coole Sache, solange hier nirgendwo Kümmel drin ist. Bin ich da auch sehr mit zufrieden.
Aber ist ja auch Geschmackssache. Ja, vielleicht werde ich die echt mal testen. Ich weiß nicht, wie. Ich kenne irgendwie. Für wie viel ist denn das immer? Steht das hier drauf? Nee, 5 Gramm. Kann ich vielleicht ein bisschen an 10 mal Kartoffelspalten machen und dann alle mal durchprobieren oder so? Ja, überlege ich mir noch. Mal schauen. Vielleicht etwas anderes. So. Schokoparadies-Pudding mit Schokoraspeln ohne zugesetzte Aromen von Bio-Vegan. Paradies-Schokopudding, Bio-Vegan glutenfrei. Ein ganz besonderer Genuss entfaltet sein volles und natürliches Aroma durch extrem viel echte Zartbitter-Schokoraspeln. Garniert mit Vanillesoße oder einfach schokoladig pur, das ideale Dessert. Natürlich frei von künstlichen Aromen, Geschmacksverstärkern, Laktose und Gluten. Ja, Geschmacksverstärker Pudding habe ich nie gehört, aber ja. Ja, das sind 50 Gramm für 80, also für 79 Cent. Ich runde das immer automatisch auf. Die Sonnentor Gewürzblüten hatte ich vergessen zu sagen, den Preis mal wieder. In jedem Video. Das sind 10 Stück für 4,99. Ja, das ist jetzt eigentlich nur Schokopudding. Maisstärke, Kakao, Zartbitter, Schokoladenkuvertüre, geraspelt, Vollrohrzucker, Rohrzucker, Kakaobutter. Vielleicht werde ich das mal testen und dann nochmal live probieren, aber ich denke mal bei Schokoladenpudding, das wird auf jeden Fall. Ja, super lecker sein, denke ich. Da kann man nicht so viel falsch machen, denke ich jedenfalls. So, was haben wir noch? Super Seed Spread. Organic Raw Scrumptions Seed Power. Vibrant Living. Raw Heels Kingston. Super Seed Spread. Bio, vegan, glutenfreie Rohkost. Dieses Supersaatenmus enthält eine köstliche Kombination von Sonnenblumenkern, Kürbiskern, Sesam und Hanfkern. Rohe Bio-Nüsse und Samen wurden mit kaltgepressten Ölen gemischt. Bei der Herstellung werden die Inhaltsstoffe nie über 44 Grad erhitzt, damit Nährstoffe und Enzyme erhalten bleiben. Da ausschließlich Bio-Saaten verwendet werden und auf Zusätze verzichtet wird, setzt sich das saateneigene Öl an der Oberfläche ab. Einfach kräftig durchrühren und das Mousse wird wieder cremig. 170 Gramm für 3,99. Ja, werde ich gleich mal aufmachen. Hat sich jetzt so wirklich gar nicht abgesetzt. Nur so ein bisschen an der Seite. Doch, man muss es schon durchrühren. Jetzt, das lag, glaube ich, schräg, deswegen ist alles so zur Seite gegangen. Oh, krass. Aber richtig intensiv. Zutaten: Sonnenblumenkerne, Sonnenblumenöl, Kürbiskerne, Sesam, Leinsaat, Sesamöl, geschälte Hanfsaat, Flachsöl, Hanföl, Kürbiskernöl. Ja. Also richtig intensiv. Ich schmecke den Hanf raus auf jeden Fall. Die Sonnenblumenkerne. Und extrem nach Sesam auch. Ist für mich ein bisschen salzarm. Aber ist ja auch gesund, mal ein bisschen weniger zu benutzen. Und sonst kann man sich auch einfach was dazu machen. Ja, also was wirklich gesund ist. Wobei, wenn man hier den richtigen Mixer hat, das sage ich jetzt immer eigentlich, kann man das auch ganz leicht selber nachmachen. Außer das Flachsöl. Das habe ich jetzt noch nie gesehen. Aber den Rest kann man sich einfach zusammenstellen. Aber trotzdem, super Sachen. Butterbällchen. Ich glaube, die kenne ich schon. Gummibärchen ohne Gelatine. Von Mind Sweets. Butterbeeren Osterbox.
Bio, vegan, glutenfrei. Ohne Gelatine mit besonders fruchtiger Note. 95,55% Anteil aus kontrolliert biologischem Anbau. In einer Berliner Behindertenwerkstatt konfektioniert. Liebevoll verpackt in einer Schachtel mit 75 Gramm Butterbärchen und das Mini-Büchlein. Das Butterbärchen trifft den Osterhasen. 20 Seiten mit 8 farbigen Illustrationen. Eine Geschichte darüber, wie der gestresste Osterhase lernt, ganz im Augenblick zu sein und sich daran zu erfreuen. Ein Büchlein auch für dich. 186 Milliliter für 4,95. Tatsächlich, also ich kannte die Butterbärchen jetzt schon, aber noch nicht in so einer Box. Und auch nicht mit so einem kleinen Geschichtsbüchlein. Ja, lese ich jetzt glaube ich nicht vor. Das wird glaube ich zu lang. Aber ist sehr schön gemacht. Und ja, super Idee. Auf jeden Fall super Idee auch, um das zu verschenken. Ich überlege, ob ich die zulasse und die dann verschenke. Weil, also ich kann schon sagen, die sind wirklich super lecker, die Bärchen. Und habe die schon ein paar Mal probiert. Also ich meine, richtig schön fruchtig. Und wenn ich mal so an die, ich sag mal, Original-Gummibärchen von damals denke, diese Haribo-Gummibärchen, die waren erstmal immer viel fester. Und also nicht nur die, auch viele andere vegane Gummibärchen, die ich jetzt so probiert habe, die sind einfach viel, viel leckerer, viel fruchtiger als die und auch, ja, also einfach auch viel weicher und nicht so knochenhart, wie die Gummibärchen manchmal waren, die dann irgendwie noch in den Zähnen geklebt haben, ewig lange. Deswegen ist das eigentlich auch eine super leckere Variante und mit den Büchern jetzt dazu und mit der kleinen Kiste hier ein prima Geschenk, deswegen werde ich die, das, denke ich mal, jetzt auch zulassen. Ja. Mal schauen, wen ich finde, dem ich das schenken kann. Ja, super Idee. Dosenfutter mit Bio-Tofu-Hefe. Überraschendes in kleinen Dosen. Ja. Aus dem Aufstrich Tomatenpasta, Ciuta-Paste. Ist toll, dass ich das vorlesen kann. Von Viana. Die ich wieder nicht finde. Okay. Ach da, oben. Ich denke mal, dass es nach Buchstaben sortiert ist, ist es aber gar nicht. Viana, Senza Una Donna Aufstrich. Bio, vegan, glutenfrei. Die neue Klasse der Hefeaufstriche. Nicht mehr auf der üblichen Basis konventioneller Hefen, auch in Bioprodukten bis Anfang 2014 möglich, sondern mit ganz neu entwickelter Biohefe, die auf einer Nährstoffgrundlage aus Biogetreide und Sojabestandteilen wächst. Diese neue Bio-Tofu-Hefe sorgt für einen feinen Schmelz und den wunderbar intensiven und doch milden Geschmack. Ich habe jetzt eigentlich gerade ein oder zwei Aufstriche offen, deswegen überlege ich halt, ob ich das aufmache. Aber ich glaube, ich bin zu gespannt jetzt. Das wird ja, glaube ich, schon ein paar Tage halten. Nachdem man das aufgemacht hat. Ja, ich werde jetzt trotzdem mal kosten. Sieht das schon mal anders aus. Na gut, das ist auch mit Tomaten, deswegen. Ich stehe ehrlich gesagt total auf diese Hefeaufstriche. Deswegen wäre cool, wenn die da auch andere Sorten hätten, zum Beispiel Champignon, die esse ich eigentlich am liebsten. Das schmeckt wie Tomaten Bolognese. Ja, und ist auch ein bisschen flüssig, finde ich. Also die Aufstriche, die ich jetzt kenne, auch die Tomatenaufstriche, die meist auch ein bisschen weicher sind. Aber das ist jetzt wirklich, also ich könnte es jetzt ausgießen, wenn ich wollte. Also entweder muss das kühl stehen und wird dann fester. Ich weiß es nicht. Aber so ist es eher, ja, könnte ich eher als Tomatensauce verwenden, als Aufstrich. Aufstrich geht natürlich auch, kann man eigentlich immer rausschmieren, aber ja, ist ganz schön flüssig irgendwie. Also lecker, aber ja, irgendwie die Konsistenz
Könnten Sie, glaube ich, nochmal ein bisschen bearbeiten. Do. Agave, Wald-Himbeersirup auf Agave-Basis. Die kenne ich jetzt auch schon. Die haben wir auf Arbeit. Und ich bin eigentlich nicht so ein Fan von Agavendicksaft mittlerweile. Weil, ja, Agavendicksaft ist im Grunde ja auch nicht viel gesünder als Zucker. Und es kann, soweit ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe, sogar noch schlechter verarbeitet werden vom Körper als der normale Zucker. Weil es halt wirklich purer Fruchtzucker ist und der Körper damit nicht unbedingt so umgehen kann. Also wenn man jetzt Obst noch dazu isst, also quasi wenn man Fruchtzucker in Obst isst, dann hat man auch noch die Ballaststoffe, die das, glaube ich, ganz noch ein bisschen anders machen. Aber wirklich puren Fruchtzucker, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach in Sojajoghurt einrühren würde und essen würde. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, ich würde davon auf jeden Fall Dünnpfiff kriegen. Aber davon abgesehen sind die wirklich sehr lecker, die von Agave. Also ich habe die dann trotzdem mal probiert. Gibt ja, glaube ich, noch Schoko und Himbeer und was weiß ich was. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr das ja mal probieren. Aber wie gesagt, ob das jetzt so wirklich 100% gesund ist, da bin ich nicht so von überzeugt. Ja, mal schauen, was wir damit machen werden. Ein Zartbitter Schokololli von Rosengarten. Schokololli Osterhase, bio, vegan, glutenfrei. Habe ich den Preis gesagt habe ich überhaupt was vorgelesen? Ach. So. Nochmal. Agavensirup. Bio, vegan, glutenfrei. Fruchtiger Sirup auf Basis von mildem Agavendicksaft. Für zahlreiche Ideen in der fantasievollen Küche. Ideal zum Verfeinern von Joghurt, Obstsalat, Eiscreme und vielen Getränken und Cocktails. Probiergröße 50 Gramm, 1 Euro. So, jetzt Schokololli. Schokololli Osterhase, bio-vegan, glutenfrei. Bio-Schokolade am Stiel. Der lustige Osterlolli aus bester Schokolade, aus bester Bio-Schokolade von Rosengarten, ist bei kleinen und großen Leckermäulern beliebt. Aus besten biologischen Zutaten hergestellt. Qualität, die man einfach schmeckt. Und das Beste, die Finger bleiben sauber. Originalgröße 15 Gramm für 59 Cent. Ja, werde ich jetzt nicht kosten. Ist eigentlich nur Zartbitterschokolade. Ja, Zutaten: Kakaomasse, Rohrzucker, unraffiniert, Kakaobutter. Das war's. Ja, habe ich früher sehr gerne gemacht. Schöne Idee, das jetzt hier reinzupacken. Aber ich weiß nicht, waren die aus Vollmilch damals? Ich dachte, da gab es auch schon welche aus Zartbitter. Aber der ist auf jeden Fall bio. Ja, das finde ich auch schon mal gut. Also wenn für Kinder ein Schokololli, dann vielleicht am besten den hier. Oatmeal. Clif Bar. Also ein Energy-Riegel aus Walnuss. Cliff Bar Energieriegel, bio-vegan. Ein Energieriegel für Sportler und alle Menschen, die sich gesund und bewusst ernähren. Die Nummer 1 aus den USA ist der erste leckere vegane Energieriegel aus natürlichen Zutaten und somit die Alternative zu herkömmlichen Riegeln. Dank des nahrhaften Mix aus Kohlenhydraten, Eiweiß, Ballaststoffen und Vitaminen liefert jeder Cliff Bar nachhaltige Energie. 68 Gramm für 2,20 Euro. Ja, das ist auch mal was anderes. Das ist jetzt Zutaten: brauner Reissirup, Haferflocken, Cliff Pro. Also Cliff Pro besteht aus Soja, Reiscrisps, Sojamehl, gerösteten Sojabohnen, Rosinen, Rohrzuckersirup, Walnüsse, Cliff Crunch, besteht aus Haferfaser, Inulin, Chicorée-Extrakt, gemahlene Leinsamen, Haferkleie, Flohsamen, Sojabohnenpaste, Aromen, Melasse, Pulver, Zimt, achso, Melassepulver, Zimt, Meersalz, Antioxidationsmittel, stark tocopherolhaltige Extrakte, Vitamine und Mineralstoffe,
Calciumsalze, der Orthophosphorsäure, Magnesiumoxid, L-Ascorbinsäure, meine Güte, Tocopherollycoltat, meine Güte, Vitamin E, ah, okay, Carotin, Vitamin A, Nicotinamid, Vitamin B3, Riboflavin, Vitamin B2, Vitamin B1, ich lasse die Fachbegriffe jetzt weg, Vitamin B6, Vitamin D2, Vitamin B12, kann Nussschalenstücke enthalten. Ja, ich probiere mal ein kleines Stück. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal geil aus. Also richtig natürlich, auch wenn die Zutatenliste echt ellenlang ist. Und ist lecker. Also ist echt mal was anderes. Ja, also das Richtige für Sportler. Für unterwegs oder einfach nur, weiß ich, zum Picknicken oder so. Und schmeckt gut. So, das war's schon fast. Ein Mandel-Nougat. Gefüllte Zartbitterschokolade. Mandel-Nougat-Ei, Osterei, bio-vegan, glutenfrei. Eine runde Sache. Das Osterei aus Mandel-Nougat. Feinste Mandeln, aromatische Kakaobutter und echte Bourbon-Vanille gehen eine köstliche Verbindung ein, der niemand widerstehen kann. Ohne Zugabe von Sojalecithin. 15 Gramm für 95 Cent. Also was kann ich hier eigentlich mal reinlegen? Nougat finde ich eh lecker. Aber 95 Cent, also 1 Euro für ein Ei, ist schon ganz schön gepfeffert eigentlich, ne? Aber gut, war der Bio jetzt? Ja, doch, ist Bio. Na gut. Dann ist das eigentlich auch gerechtfertigt. Ja. Und eins noch. Sojafrikassee, sehr gut. Was zum Testen. Zum Testkochen. Famitra. Da hatten wir doch schon mal was, ne? Die Frikadellen, genau. Famitra Sojafrikassee, bio, vegan, glutenfrei. Ach, das ist jetzt bio. Moment mal. Sojafrikassee, bio, vegan, glutenfrei. Ist ein Fehler unterlaufen? Ohne Gentechnik, aus traditioneller Produktion. Glutenfrei, vegan, steht hier drauf. Aber hier ist nirgendwo ein Bio-Siegel drauf. Liebes Vegan-Box-Team, ist das ein Fehler oder ist es einfach hier nicht raufgedruckt? Oder gibt es noch eine Packung außenrum, wo das draufsteht oder so? Normalerweise nicht, normalerweise schreiben wir das ja eigentlich direkt hier drauf. Und wundert mich auch, weil die Famitra Soja-Frikadellen waren nämlich nicht Bio. Ja, naja. So, ein sehr fettarmes Halbfertiggericht, das du nach deiner Vorstellung noch variieren kannst. Zum Beispiel mit etwa Sojacuisine, Spargel oder Champignons. Es kann aber auch gewürfeltes Möhren, Erbsengemüse verwendet werden. Natürlich ohne Geschmacksverstärker und künstliche Zusatzstoffe, ohne Gentechnik. 100 Gramm für 3,98. Ja, werde ich auf jeden Fall testen. Zutaten, Soja-Eiweißkonzentrat, Gemüsebestandteile, natürliches Aroma, Meersalz, Selleriepulver, Gewürze. Ja, bin ich gespannt. So, war es das oder habe ich wieder was übersehen? Sonntor, 25 Jahre Freude. Ja, ein paar kleine Flyer noch. Hier noch was von der Cliff Bar. Der Energieriegel, mehr Leistung für Sportler und aktive Menschen.
Cliff Bar ist nach meinem Vater Clifford benannt. Achso, ich dachte wegen Cliff. Also Cliffhanger und so. Dem Held meiner Kindheit und meinem Begleiter in den Bergen der Sierra Nevada. Da gibt es noch andere Sorten. Es gibt noch Crunchy Peanut Butter, Chocolate Chips und Macadamia Nuss. Warum du ihn essen solltest. Der Cliff Bar gibt dir Energie, jederzeit an deine Grenzen zu gehen. Ernährungsaspekte. Hergestellt aus natürlichen Haferflocken. Protein- und Ballaststoffquelle, Vitamine B6 und B12 tragen zur natürlichen Energiefreisetzung bei. Kein Maissirup mit hohem Fruchtzuckergehalt, ohne Transfettsäuren. Wann du ihn einsetzen solltest. Vor, während und nach sportlicher Betätigung oder einfach als Snack zwischendurch. Verfügbare Geschmacksrichtungen: Crunchy Peanut Butter, Chocolate Chip, Oatmeal, Raisin, Walnut, also was wir hatten hier. White Chocolate, Macadamia Nuss, Chocolate, Almond Fudge, also irgendwas mit Mandel. Ich weiß nicht, was Fudge heißt. Und Blueberry Crisp. Ja, sehr interessant auf jeden Fall, habe ich vorher noch nicht gekannt. Und ach so, das ist nochmal hier von diesem Agavensirup, da gibt es ja auch wirklich etliche Sorten von. Karamell, Schoko, Sauerkirsch, Cranberry, Cassis, Erdbeer, Limette, Schokokaramell, Pfannkuchensirup. Achso, verfeinert mit kanadischem Ahornsirup. Dann gibt es noch kristalline Agavensüße. Und natürlich noch pur als Agavendicksaft. Ja, einige stehen ja drauf. Ich finde auch Agavendicksaft, vielleicht ist das mein Empfinden, nur wenn ich, also ich habe zur Zeit lang ja wirklich, wirklich viel gegessen auch, weil ich dachte, Zucker weglassen und Agavendicksaft ist besser. Aber als ich wirklich mal viel gegessen habe, also wirklich viele Desserts damit und auch meinen Tee teilweise damit gesüßt, dann hatte ich wirklich immer so einen Kratzen im Hals. Ich weiß nicht warum, ob das durch den Fruchtzucker kam, ich weiß es nicht. Aber es hat dann nach einer Zeit richtig wehgetan, dann musste ich das erst wieder ein paar Tage weglassen, damit das wieder aufgehört hat. Ja, vielleicht weiß ich nicht, woran das lag. Ja, das werde ich auf jeden Fall noch in einem Testvideo ausprobieren und die Gewürzblüten-Probiermischung, vielleicht auch, vielleicht auch nur einige. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich würde am liebsten alle probieren, aber da müsste ich alle Tüten aufreißen und irgendwie auf dem Blech da und dann alles zur selben Zeit backen. Das müsste ich halt jeden Tag ein Video machen oder so. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wie gesagt, die beiden Sachen werde ich noch eventuell ausprobieren. Und ansonsten bis zum nächsten Kochvideo. Okay, tschüss.